Halo, guten Abend, dobro večer i dobrodošli u novu video lekciju. Ovakav tip video lekcija volite, primetila sam po pregledima. A to je kada prevodimo sa našeg na nemački jezik, dakle vam da malo vremena da razmislite i ne otvorim vam odmah celu rečenicu, nego vam malo pomažem sa nekim delovima rečenice, čisto da vidite koliko ćete se brzo i sami setiti odgovarajuće reči ili reda reči u rečenici i svega ono što je bitno kad je u pitanju nemački jezik. Prvo sam snimila video lekciju sa 30-ak takvih rečenica, međutim one su bile lakše za A1 i A2 nivo. Video klip sa lakšim rečenicama pogledajte na linku ispod. A ovoga puta sada za vas 22 čini mi se rečenice za viši nivo. Pa ako ste spremni, krećemo odmah. Prva rečenica glasi: ja bih rado iskoristila tu priliku, ali mislim da nemam dovoljno iskustva i hrabrosti. Dakle, da li imate vi dovoljno iskustva i hrabrosti da prevedemo zajedno ovu rečenicu? Probat ćemo tako. Ok, dakle, ja bih rado. Bih. Ja bih išla, ja bih uzela. To je onaj konjunktiv 2, je li tako? Also, ich würde ovu priliku, diese Gelegenheit, sad iskoristiti, odnosno koristiti, gerne, i na kraju koristiti, nutzen. Ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen. Dakle, očekujem sad sedi neki nastavak, nešto ne mogu zbog ovoga ich würde. Kad bismo rekli ich werde diese Gelegenheit gerne nutzen, iskoristit ću ovu priliku. Ich werde diese Gelegenheit nutzen. Aber ich würde, ja bih. Aber, mislim da nemam. Ich glaube nicht, dass ich, aha, ne mislim, da imam dovoljno. Znači, ich glaube nicht, dass ich genug, sam nam treba iskustva, Erfahrung i hrabrosti und Mut habe. Also, ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen, aber ich glaube nicht, dass ich genug Erfahrung und Mut habe. Ili, ich glaube, dass ich nicht genug Erfahrung und Mut habe. Okay, die Erfahrung, der Mut, Hrabrost, Gelegenheit, Prilika, Gelegenheit, nutzen, iskoristiti priliku. Idemo dalje. Koje greške moraš obavezno da izbjegneš da bi se sprečio loš efekat? Koje greške? Welche Fehler moraš obavezno da izbjegneš? Znači moraš. Vermeiden solltest, odnosno must. Znači must bi trebalo biti moraš, a solltest koje bi trebalo da izbjegneš. Welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest, loš efekt sprečiti, den schlechten Effekt zu verhindern. Den schlechten Effekt zu verhindern, sprečiti, vermeiden, izbeći. Welche Fehler solltest du unbedingt vermeiden, den schlechten Effekt zu verhindern? Znači, ovdje imamo upitnu rečenicu. Welche Fehler solltest du oder musst du unbedingt vermeiden, den schlechten Effekt zu verhindern? Vermeiden und verhindern. Ovo je bila prethodna sa zoltest na kraju kao zavisna. Recimo, ja ću ti reći koje bi greške treba da izbjegneš. Ich werde dir sagen, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Bi bilo, je li tako? A ovo je koje greške? Welche Fehler solltest du unbedingt vermeiden, den schlechten Effekt zu verhindern? Broj 3.
Tvoje samopouzdanje će porasti i ti ćeš se opet osjećati srećno i zadovoljno. Dein Selbstvertrauen će porasti. Wird steigern. Und ti ćeš se opet und du wirst dich wieder glücklich und zufrieden fühlen. Dein Selbstvertrauen wird steigen und du wirst dich wieder glücklich und zufrieden fühlen. Znači, ti ćeš se osjećati, du wirst dich wieder glücklich und zufrieden fühlen. Ok, idemo dalje. To meni zvuči protivurečno. Protivurečno. Protivurečiti nekom je widersprechen. Widersprechen. E sad, to zvuči meno, to zvuči meni. Das klingt für mich ili mir widersprüchlich. Widersprüchlich. Widersprechen, widersprüchlich. Das klingt für mich widersprüchlich. Widersprüchlich. Dobro. Svi znamo rečenicu i čini se da je to omiljeni izgovor. Nemam vremena. Wir alle kennen den Satz. I to izgleda, es scheint die Lieblingsausrede zu sein. Es scheint Lieblingsausrede zu sein. Izgleda, Lieblingsausrede, omiljen izgovor, da je, ich habe keine Zeit. Dakle, ausrede, izgovor, iz. Is, aus, rede, govor. Kao kod nas. Znači, das ist nur deine Ausrede. To je samo izgovor. Dakle, und das ist meine Lieblingsausrede. Ili, es scheint deine Lieblingsausrede zu sein. Izgleda, čini se kao da je tvoj omiljeni izgovor. Und wir alle kennen den Satz. Und es scheint die Lieblingsausrede zu sein. Ah, ich habe keine Zeit. U današnjem društvu niko nema vremena. In, u našem današnjem društvu. In unzera, znači vidimo da r, znači da je to društvo ženskog roda. Današnje, heutigen, Gesellschaft. In unzera, heutigen, Gesellschaft, niko nema vremena, hat niemand Zeit. In unserer heutigen Gesellschaft hat niemand Zeit. Die Gesellschaft, društvo, i ovdje je dativ ženskog roda, in unserer, a na pridev en, heutigen Gesellschaft hat niemand Zeit. Nema se vremena za sport, za zdravu hranu, da se nešto novo nauči. Keine Zeit, Sport zu machen oder Sport zu treiben. Keine Zeit, sich gesund zu ernähren. Sich gesund zu ernähren. Und etwas, keine Zeit, um etwas Neues zu lernen. Also keine Zeit, Sport zu machen. Keine Zeit, sich gesund zu ernähren. Keine Zeit, um etwas Neues zu lernen. Dobro, znači sich ernähren, hraniti se. On ima u ovoj oblasti mnogo iskustva. Hat in, znači dativ. In diesem Bereich. Der Bereich, oblast muškog roda. In diesem Bereich hat viel
Erfahrung. Hat in diesem Bereich viel Erfahrung. Vlada konstantnije nedostatak vremena. Vlada, kao kad naučimo neki jezik, isto se koristi taj glagol, vladamo tim jezikom. Znači, es herrscht. Es herrscht, vlada. Herrschen ili beherrschen, vladati. Es herrscht. Ständig, znači nešto što je stalno, konstantno, stalno, ständig. I sad je ovo jedna riječ. Nedostatak vremena. Zeit, mangel. Znači, mangel je nedostatak. Eisenmangel, kad imamo nedostatak vožđa u organizmu. A ovo je Zeitmangel, nedostatak vremena. Geldmangel, nedostatak novca. Also, es herrscht ständiger Zeitmangel. Dobro. Herrschen und Mangel. Postoje različiti načini komunikacije. Postoje. Es gibt. Različiti. Verschieden. Es gibt verschiedene. Načini. Arten. Oder Weisen. Oder Art und Weisen. Es gibt verschiedene Arten und Weisen. Čega komunikacije, dakle u pitanju genti, der komunikacion. Es gibt verschiedene Arten von der komunikacion ili der komunikacion, dakle ovdje genitiv, der komunikacion. Es gibt verschiedene Arten der komunikacion. Also art je vrsta, nije umetnost kao na engleskom, nego je vrsta. Verschiedene Arten, es gibt verschiedene Arten, ima različitih vrsta, der Kommunikation, komunikacija. Cilj svake komunikacije je da se razmene informacije između dve ili više osoba. Cilj, ili das Ziel, opet sada čiji cilj, je da komunikacion. Znači opet imamo genitiv. Cilj komunikacije je. Cilj je da komunikacion je ist da se razmeni informacije. Znači informacije razmeniti. Informacionen između dve ili više osoba. Zwischen zwei oder mehreren personen. I na kraju glagol. Auszutauschen, also austauschen. Also Ziel jeder Kommunikation ist es, Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen auszutauschen. Also die Informationen austauschen. Razmenjujemo informacije, ja tebi nešto, ti meni ništa. Austauschen. Ziel jeder Kommunikation ist es, Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen auszutauschen. Ponekad on čita knjigu ili sluša muziku, ali se pritom veoma često je uspavao. Da, to sam već jednom pitala. Koliko puta se uspavate gledajući moje klipove? Nekad mogu tako da delujem, uspavljujući. Manchmal liest er ein Buch oder hört Musik, aber pritom dabei schläft er ein. Schläft er oft ein. Einschlafen, uspavati se. Manchmal liest er ein Buch oder hört Musik. Aber dabei schläft er oft ein. Dabei schläft er oft ein. Einschlafen. On jede pizzu prav iz kartona, tako da ne mora da pere sudove. Ist Pizza gleich aus dem Karton, damit kein Geschirr abwaschen muss.
Oder spülen muss. Warum ist der Pizza gleich aus dem Karton? Warum ist er nicht Pizza aus dem Teller? Er isst Pizza gleich aus dem Karton, damit er kein Geschirr abwaschen muss. Oder damit er kein Geschirr abspülen oder spülen muss. Sada smo u međuvremenu izgradili veliki krug prijatelja. Jetzt haben wir u međuvremenu inzwischen jetzt haben wir uns inzwischen einen größeren, znači veći u stvari, nije grosu, nego größeren Kreis an Freunden aufgebaut. Jetzt haben wir uns inzwischen einen größeren Kreis an Freunden aufgebaut. Der Kreis, einen größeren Kreis, znači u akuzativu. Jetzt haben wir uns inzwischen einen größeren Kreis an Freunden aufgebaut. Mislim da sam zaboravio pasoš kod kuće. Moram da uzmem taksi i brzo se vratim. Avion poleće za sat vremena. Znači, mislim da sam zaboravio pasoš kod kuće. Ich glaube, nema das. Znači, lakše. Ich habe der Pass, meinen Pass zu Hause vergessen. Ich glaube, ich habe meinen Pass zu Hause vergessen. Moram da uzmem taksi. Ich muss ein Taxi nehmen. I brzo se vratim. Und schnell zurück. Avion poleće za sat vremena. Das Flugzeug startet in einer Stunde. Ich glaube, ich habe meinen Pass zu Hause vergessen. Ich muss ein Taxi nehmen und schnell zurückgehen. Das Flugzeug startet in einer Stunde. In einer Stunde. Das hat vremena. In einer Stunde. Dobila je novi posao, ali nije zadovoljna platom. Sie hat den neuen Job bekommen, aber mit dem Gehalt nicht zufrieden. Sie hat den neuen Job bekommen, ist sie aber mit dem Gehalt nicht zufrieden. Oder aber sie ist mit dem Gehalt nicht zufrieden. Sie hat die neue Arbeit oder die neue Stelle bekommen oder den neuen Job bekommen, aber sie ist mit dem Gehalt nicht zufrieden. Ona misli da ona zaslužuje bolji posao. Sie denkt, sie verdient einen besseren Job. Oder sie denkt, dass sie einen besseren Job verdient. Zaslužiti, znači glagol isti kao zaraditi, verdienen. Zaraditi novac, geld verdienen, zaraditi nešto drugo, bolji posao, besseren job verdienen. Also sie denkt, sie verdient einen besseren job. On je iscrpljen, radi svaki dan, ali ne može još uvek da vidi rezultate. Er ist erschöpft. Er arbeitet jeden Tag, aber er kann još uvek immer noch keine Ergebnisse sehen. Er ist erschöpft, hundemüde, todmüde, sehr müde, fix und fertig. Er arbeitet jeden Tag, aber er kann immer noch keine Ergebnisse sehen. Er kann immer noch keine Ergebnisse sehen.
Iako je pokušao da ga ubedi da prihvati tu ponudu, sve je bilo uzaludno. Obwohl sie versuchte, da ga ubedi, ihn davon zu überzeugen, da on prihvati tu ponudu, das Angebot anzunehmen, war sve, alles vergeblich. Obwohl sie versuchte, ihn davon zu überzeugen, das Angebot anzunehmen, war alles vergeblich, uzaludno, vergeblich. Überzeugen, ubediti, annehmen, prihvatiti. Also, obwohl sie versucht hat, ihn davon zu überzeugen, das Angebot anzunehmen, war alles vergeblich. On nije želeo da promeni mišljenje. Er wollte seine Meinung nicht ändern. Er wollte seine Meinung nicht ändern. Konačno je odlučio da prebaci novac na njegovu novu firmu, a da nije zadržao ništa za sebe. Er hat endlich entschlossen, das Geld an seine neue Firma zu überweisen, ohne etwas für sich zu behalten. Er hat endlich entschlossen oder sich entschieden, das Geld an seine neue Firma zu überweisen, ohne etwas für sich zu behalten. Er hat sich endlich entschlossen, das Geld an seine neue Firma zu überweisen, ohne etwas für sich zu behalten. Koristili smo sporednu ulicu da bismo izbjegli saobraćajnu gužvu. Wir haben eine Nebenstraße benutzt, um den starken Verkehr zu vermeiden. Wir haben eine Nebenstraße benutzt, um den starken Verkehr zu vermeiden. Vermeiden ist welche. Wir haben eine Nebenstraße benutzt, um den starken Verkehr zu vermeiden. Und das ist alles. To je sve. Nadam se da je bilo uspešno. Vidimo se u narednom klipu. Auf Wiedersehen.